Ja, da sind wir wieder am Start. Weiter geht's mit dieser Mission hier. Wir sind immer noch in der Bank und müssen den Tresorraum der Hyänas sichern. Das machen wir auch wieder. Wir, das sind meine Wenigkeit und die Annie, die hier so ein bisschen rumhampelt. Ja, und wir sind erstmal, wie gesagt, die nächsten Folgen wieder nur zu zweit. Das habe ich aber schon angekündigt, was genau das der Grund ist. So, ja. Dann da hoch. So. Naja, sagen wir es mal so, du hast ja angesprochen, dass dich die Story nicht so packt. Also mich packt sie tatsächlich schon. Also sie macht schon Laune. Also es ist jetzt... Was hast du da hinten reingeworfen, dass du auf einmal die ganze Gruppe geholt hast? Du hast ja jetzt gerade mal 4 Leute auf einmal geworfen. Eine explosive Überraschung war das. Das ist doch gut. So, dann geht da hinten noch was hin. Pass auf, da kommt auf dich was zu mit dem Messer. Hab's du? Also denn bei mir. Da ist was Gelbes. Rebound heißt der Kollege. Ach so, ein Schild Shiny. Ah, der kriegt Beschäftigung. Schild ist weg von ihm. Und Tuff ist es weg. Ja, er war gelb, aber er ist nicht der finale Boss. Genau nach diesen Verschlüsselungscodes haben wir gesucht. Das wäre ein bisschen sehr kurz gewesen. Da kommt noch einiges. Auf uns zu. So. Ja. Moment. Ich guck mal gerade wegen den Schlüssel. Das heißt, hier müssen wir durch den Aufzug. So. Und dann... runter. So. Oh, die hatten, glaube ich, einen Wasserrohrbruch hier. Ich bin... Was auch durchaus sein kann, ja. Da kommen sie schon. Ernsthaft, was sind das für Granaten? Filtergranaten wahrscheinlich, ne? Okay. Aber hier habe ich gedacht, dass die auf einmal so anfängt aufzuräumen. Warte auf, der Sandy, der wieder belebt gerade ein. So. Meistens ist es wichtig, die Sunnys zumindest erstmal auszuschalten. Die Sunnys sind die ganzen Mechaniker und so. So, dann geht das hier links weiter. Genau. Wir haben aber gerade auch keinen Punkt, wo man mal... Okay. Ich habe nichts gesagt. Der Tresorraum ist da vorne. Eieiei. Ja, nochmal, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil das Level halt auch... Weil Level 21er Gegner. Wenn die... Ja gut, das ist ja tatsächlich gut, dass die ein bisschen was höher sind. Es gibt alle ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Und, sonst wäre es für dich zum Beispiel keine Herausforderung, wenn ich die Gegner auf Level 14 hätte. Auf meinem Level hätte. Der Banktresor. Der Alarm! Die Division ist im Tresorraum. Kein Problem. Also hier geht einiges an Geld rum. Damit hätte man auf jeden Fall ausgesorgt für eine ganze Weile. Heilige Scheiße. Sie haben den Präsidenten aus dem Wrack gezogen. Agent, neuer Auftrag. Finden Sie heraus, wo der Präsident ist und holen Sie ihn da raus. Vermute ich nicht, nein. Mit dem Sicherheitssystem der Bank. Da muss ein Rechenzentrum sein. So, ich gehe mal da hoch und guck mir das mal an gerade.
Das war da irgendwie. Alter, das sieht aus hier, ne? Aber ich glaube, es ist eigentlich auch scheißegal gerade, dass hier alles gerade drunter und drüber geht. Die Stadt ist sowieso ziemlich am Ende. Ja, vermute ich auch. Ich bräuchte mal einen Verteidigungspunkt jetzt. Nein. Da ist was Gelbes. Ist ja gell, hochgekommen. Ist er hier hochgelaufen oder wo? Na gut, ich sitze auf einer Seite ziemlich offen, das stimmt, ja. Shit. Ach, der Gelbe kommt hoch, muss ich zurückziehen. Ja, ich merke es gerade. Es ist kurz lang eine Neustartzone hier noch. Ich kriege hier so rum. Pass auf, der kommt jetzt. Von dir einer. Ja, der eine und der gelbe, der. Okay, mich hat's erwischt. Ich suche jetzt meine Verstärkung gerade. Verstärkungsanforderung gesendet. Das hatte ich mich eh vor. Suchen wir mal noch zwei Randys, wenn die noch kommen würden. Eieiei, da kommt aber einiges auf euch zu. Es sind zwei gelbe. Ja. Einer ist schon gerade hier neben mir gefallen und dahinter dir sitzt noch ein. Eieiei. Jetzt bin ich auch verreckt. Ja, aber ist wie gesagt nicht weiter tragisch. Es ist noch eine Neustartzone. Das heißt, wir starten eigentlich quasi in der letzten. Am letzten Checkpoint. Letzten Kontrollpunkt. Nämlich hier. Heute kommen die ganzen Gegner nochmal. Oder nicht? Der gelbe, der Loot liegt noch hier. Ich glaube, das kann sein, dass noch als einer weniger kommt. Beginne Suchabfrage. Also noch dieser Nummer Verstärkung ist gerufen. Ich hoffe, wie gesagt, dass da noch einer kommt. So, dann setzt noch mal einen dahin. Das ist das Problem, wenn der. Gelbe lebt wieder. Geht in die Tüte top. Ja. Scheiße. Ja gut, es ist halt. Hoch, warte, ich komme zu dir. Mein Fahrzeug. Okay, Fahrzeug down. Eieiei. Was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht viel gegen den gelben 21er machen. Der ist jetzt steht bei mir vor der Nase. Wieso sind das noch um und geht? Hinter mir auch Gegner. Ja. Versuche wie durchzuhalten, dann bin ich in 15 Sekunden wieder am Start. Kommen hier noch so Selbstmordautos? Naja, habe ich gemerkt. Ja, ich kann halt, wie gesagt, noch nichts gegen so Gegner ausrichten. Oh. Achso, ist gerade. So, ich bin da wieder. Also mehr oder weniger. Moment, 90%. 100%. Ja, okay, und sofort wieder tot. Beziehungsweise irgendwie schwer verletzt. Tresorraumverriegelung initialisiert. Das klingt nicht gut. Also meiner Seite hast du.
Hör mal, es war jetzt gut. Ich muss mal gerade komplett hier gerade mich wegziehen. Mehr oder weniger. Ach, gut gemacht, danke. So, gebe ich mir mal kurz ein bisschen Munition, ein bisschen Rüstung. Suche nach Ausweg aus dem Tresor. Sauber. Null Treffer. Scheiß Armbanduhr. Schauen wir mal. Wenn Sie die westliche Wand durchbrechen können, finden Sie einen Wartungstunnel. Na, warte mal gerade kurz, bevor wir weitermachen, weil wir hier noch den Loot mit einsammeln möchten. Neue Munition, neues Medikit. Sicher, sicher, wofür das. Das kann auch alles. Vorteil sein. So. Zack, zack, zack. Ja, nicht mach. Da hoch, nicht da hoch, nicht da hoch. Okay. Ich wollte gerade wissen, was das kurz gucken, was das Piepsen da war, aber. Isaac, finde einen Weg zum Präsidenten. Beste Route wird hervorgehoben. Ich fasse es nicht. Es hat funktioniert. Danke, Isaac. Oh. Du bist denn am Spieß, ha? Moment. Adidas Sport. Ich kümmere mich mal darum. So. Bist du jetzt da durchgegangen, trotz der Flammen? Ja, durchgerannt. Okay, weil ich habe das Ventil einfach zugedreht. Siehst du, es geht auch schneller. Schon. Alter, wie das hier aussieht. So, Präsident Ellis. Aber ich sehe. Hier ist wieder zum Auffüllen. Das nutzen wir auch mal gerade. Das finde ich gut, dass es immer wieder so Punkte gibt, wo man halt seine ganze Munition auffüllen kann. Ich warte kurz auf dich. Gut. Dann. Ah, Präsident für Shifts, okay. Warte mal. So, dann machen wir das so. Hinten ist so ein Disco-Heini. Kaputt. So. Halt. Ich komme runter. Hopp. So, dann müssen wir den Typen nochmal evakuieren. Das ist zumindest ein Präsident, der was tut. Ich brauche hier einen Heli, und zwar sofort. Weil der packte mich selber mit an. Verstanden, Mr. Präsident. Der Heli ist bereits in der Luft. An Ihrer Position sehe ich keinen Zugang zum Dach. Dann sprengen Sie das Dach. Okay. Bringen Sie mich zum Atrium. Okay. Ja, Höflichkeit hätte sein müssen, aber gut, egal. Eine
Dieser gelbe Rauch, den sie da gerade hatten, erinnert mich so ein bisschen an das Blitz aus Far Cry 5. Der war nämlich auch so grünlich. Wobei bei mir tatsächlich heute die letzte Folge ausgelaufen ist. Also nicht, wenn die Folge rauskommt, sondern tagesmäßig heute. Wieder Nachschub, was sie da haben. Ai! Kein Ticken, ne. Glück gehabt. So, der ist tot. Der auch. Der auch, wunderbar. Herr Präsident, Sie dürfen gerne mal klettern. Und zwar einen dicken Steller. Na, das ist ein Haufen Scheiße. Tötet jeden einzelnen von diesen Arschlöchern. Alle, bis auf den letzten Mann. Roach, wir werden keinen Nachschub mehr bekommen, wenn sich beim Rat rumspricht, dass wir den Präsidenten nicht mehr haben. Wir kriegen Sie, Mayhem. Die Arsche werden nicht weit kommen. Hauptsache, der hängt da locker an dieser, an dem Dings dran, an der Leiter da dran. Der hält sich da locker fest. Alter, ich wäre schon was runtergefallen da. Außerdem wäre das eh nichts für mich. Ich habe mega Höhenangst. So, ja. Weil das jetzt auch ein cooler Aufgang für uns auch gewesen wäre. Jetzt? Ja, das also, ich hätte es direkt mitnehmen können. Eben keine Ansturm, Kevin. Ja, ist so, ne? Weißt du, die Leute, die sich hier den Arsch aufreißen, die lässt der Held da zurück. Wo bist du rein? Ah, da bist du rein. Uns einfach zurückhalten. Der hat den mit der. Wir evakuiert und wir dürfen jetzt entkommen. Das ist der Unterschied. Ja, wir sind der letzte Abschaum. Der hier eigentlich versucht, allem und jedem den Arsch zu retten. Und trotzdem kriegen und Dankeschön kriegen wir bisher noch nicht, sondern wir werden doch blöd angemacht. Liebe Drohne, gib auf den Scharfschütze da hinten. Natürlich noch ein gelber Scharfschütze. Komm hoch mit deinem Kopf. Eieiei, ich bin kein guter Scharfschütze, vor allem nicht mit dem MG. Ich habe auf meinem MG nämlich ein Zielfernrohr drauf und das nutze ich quasi als Scharfschütz-MG. Aber das verzieht wohl total. Dankeschön. Warte, ich gehe mal wieder meine Deckung. Ei, 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 ei. Muss die Waffe wechseln wieder. Oh, da oben ist doch so ein scheiß Scharfschütze. Aua. ich liege hier so rum, ich... Weiß nicht. Boah, Alter, wie schnell hat er mich runtergezogen, ja? Moment. 2500 Schaden. Alter, ich habe ja richtig... Ein Schuss war, da wäre ich weg. Ja, mach, wenn du... bist du sicher bist. Es sind zwei gelbe jetzt hinten schon. Warte, dann gehe ich kurz auf dich, dann sehe ich ein bisschen mehr, als sie rumliegen.
Jawohl, dankeschön. Ah, der geht auf mein Geschütz, der Typ. Hör mal. Man tritt keine wehrlosen Geschütze. Keine Medikamente. Ich auch nicht, nein. Der frisst richtig viel. Sag ich nur noch er oder muss ich mir noch Sorgen um was anderes machen? Ich glaube noch zwei hier, und der eine ist tot. Dort hinten ist noch einer, der ist jetzt weg. Ja, da hinten ist noch einer, also ein WLAN-Heini. Ja, jetzt ist er weg. Ne, da läuft noch einer rum. Ziemlich geradezu zu dem Gelben hinter der Kiste da, wo die blaue, wo das Blaue ist. Ich muss immer wieder an Deck und bei mir blinkt nämlich alles gerade komplett was. Ich habe kein Medikit, ich habe gar nichts mehr. Ich mache auch 1000 Schaden mit einem Schuss. Keine Munition, es wird nur besser. Ja, geil. Aber irgendwann schießt trotzdem auf mich mit Granaten. Da sind nämlich noch zwei. Neben dem. Also wieder vor dem blauen, geradezu ist noch einer und dann irgendwo weiter rechts an dem Pfosten da. Jetzt habe ich zumindest wieder volle Energie. Oh ja, der frisst ja richtig, ey. Ich muss zu dir kommen, ich komme noch. Nee, das ist eine schlechte Idee. Ja, ja, das war auch nicht gerade nur ganz kurz, weil ich habe eine Granate abgekriegt in die Richtung, wo ich sitze. Kann das sein, dass der sich wieder regeneriert, der Typ? Ja, kann gut sein. Weil der hatte doch zwischendurch mal... Jetzt alles ab. Kaputt. Es sind jetzt, glaube ich, noch mehrere Gegner. Drei oder so, wieder. Noch einer weniger. Verlauf, da kommt eine Granate auf dich zu oder so. Ja, ich habe nichts zum Werfen. Aber ich glaube, das ist eh nur noch der eine. Ne, zwei sind's. Der geht jetzt hoch, der eine. Und einer ist doch geradezu irgendwo da hinten. Puh. Ich freue mich schon darauf, hier in der Basis mit Ihnen zu arbeiten. Das war ein wichtiger Sieg für uns. Schön, Sie heil zurück. Ah, ich kann dich looten. Warte mal. Hallo, Präsident Ellis wollte mit Ihnen sprechen. Ich glaube, er möchte Ihnen dafür danken, dass Sie das Eisen aus dem Feuer geholt haben. Gehen Sie zu ihm, wenn Sie können. So. Warte, dann nehmen wir das mal mit. So, dann muss ich gleich meinen Charakter mal anbessern. Du hast denn? Und Stufenaufstieg, Level 15. So, haben wir hier noch irgendwo was? Ja. Gut. Nehmen wir einen Satz entdeckt. Aus zum Weißen Haus zurückkehren. Weil hier scheint doch ordentlich Exus zu sein.
So, mal gucken, ob meine Uhrzeit gucken. Ja, passt auf jeden Fall perfekt. Es war genau der richtige Moment, richtige Wahl, den Cut zu setzen, weil wir jetzt bei 26 Minuten sind. Diese Folge. Gut. Könnte man jetzt auch schnell hinreißen ins Weiße Haus? Ja, könnte man machen. Das machen wir auch direkt mal kurz. Moment. So, und in diesem Schnellreisebildschirm sage ich mal, wir sehen uns morgen wieder, dann um 16 Uhr, wie immer. Ja, und dann geht's weiter. Wir haben ja drei andere noch Hauptaufträge, die wir jetzt mal Step by Step angreifen können. Kriegen wir schon hin. Bis dann. Tschüss.